Servus, grüß euch. Ich bin der Stefan Rossecker. Weil ich ja selber beim Landring gelernt habe und dann auch beim Landring arbeite, möchte ich heute ein paar Lehrberufe, die was der Landring ausbildet, näher vorstellen. Die zwei Martins arbeiten da beim Landring im Berggefälle und sein Beruf ist der Landmaschinentechniker. So Martin, erzähl mir mal irgendwas über deinen Beruf. Ja, ich bin ein Landmaschinentechniker. Wir richten da Traktoren, Landmaschinen, Rosenmäher, Motorsägen, alles eigentlich. Ja. Und was tust du, Martin, den ganzen Tag da? Was ist denn dein Tagesablauf in etwa? Ja, vor allem tue ich viel mit den Gesellen mitarbeiten, zum Beispiel Service machen mit Traktor, Motor wechseln, so Sachen. Und siehst, gehe ich zum Meister und frage dann, was für die Arbeiten das anstellen. Und was taugt dir beim Landring da im Berggefälle? Ja, mir da einfach die Arbeit an sich, das Schraufen, ja, die Arbeitszeiten sind super, ich gehe mich überall zu, wie wurscht, auch Elektriker, Schlosser, eigentlich kann man viel brauchen. Und was taugt dir? Ja, ich kann vor allem die Kunden zufriedenstellen und vor allem, ich kann ihnen zeigen, was ich eigentlich kann. Und genau so sollte es sein und darum geht es jetzt zum Meister, der hat sicher schon eine Arbeit für ihn. So, bei dem Martin, Werkzeug angeräumt. Ja. Ich habe einen Job für euch. Und zwar an den Traktor da als Zwillingsradl montieren. Passt. Einer greift links an, einer greift rechts an. Dann das sind oben fällt. So, das ist richtig. So, wie es ist. Jetzt nehme ich dann durch den Sicherungsbügel weg, dass der mal wegfallen kann. So, das Rad ist drinnen, ja. Alles klar, kann man sich die Frage weg. Und der zweite Motor anschrauben. Die Martina arbeitet beim Landring in Anger und sie hat den Lehrberuf Gartencenter-Kauffrau. Martina, erzähl mir mal was über deinen Lehrberuf. In meinem Beruf geht es um den Garten, um die Pflanzen und ums Dekorieren. Und wie schaut bei dir der Tagesablauf aus? Mein Tagesablauf ist sehr saisonabhängig. Im Frühjahr geht es mit dem Valentinstag los, das ist hauptsächlich noch erinnern. Und dann natürlich draußen mit den Balkonblumen. Und bis in Herbst, dann kommt dann eh Allerheiligen. Und was taugt dir beim Landring so? Auf jeden Fall der Umgang mit den Kundschaften und dann auch die Pflanzen und dekorieren. Und genau so soll es sein. Simon arbeitet beim Landring in Anger und lernt da einen Einzelhandelskaufmann. So Simon, muss man da aber irgendwas über deine Ausbildung erzählen? Ja sicher Stefan, ich bin da der Spezialist für Haus, Hof und Garten. Ja, und wie schaut in etwa so dein Tagesablauf da aus? Ja, ich komme in den Verein, tue die Ware bestellen, Wareneingang machen, Produktpräsentation und was ganz wichtig ist, den Kunden zufriedenstellen. Ganz ein wichtiger Punkt, ja. Und was taugt dir beim Landring so? Hauptsächlich die Kunden. Wenn sie reinkommen, eine Information brauchen über ein Produkt oder ein Produkt vielleicht mitnehmen und am nächsten Mal wieder zurückkommen zu mir und sagen, du hast mir das Richtige mitgegeben. Und genau so soll es sein. Ah, hallo Katrin. Hallo. Die Katrin arbeitet beim Landring in Aumann und sie hat den Lehrberuf Baustoffe-Kauffrau. So Katrin, erzähl mir mal irgendwas über deinen Lehrberuf. Also der Beruf ist sehr umfangreich. Man lernt vieles über die verschiedenen Produkte, wie man mit Kunden umgeht und die kaufmännische Bearbeitung mit dem Hintergrund. Und wie schaut da so dein Tagesablauf aus? Was machst du den ganzen Tag? In erster Linie Kunden betreuen, dann Lieferscheine schreiben, Bestellungen schreiben, Rechnungen und viel mit den Außendiensten zusammenarbeiten. Mhm. Und
Was gefällt dir da bei den Landringen, Anna? Dass es sehr interessant ist, dass man sich immer weiterbilden kann und dass es nie fad wird, weil es immer was Neues gibt. Und genau so sollte es sein. Also da meine schöne kanadische Armbandtür mit einer Nussbarte und die glatte So, Oberfläche. Jetzt haben wir ein wenig was erzählt über deinen Lehrberuf. Wenn euch das gefällt und es habt Interesse, dann bewerbt euch beim Landring. Und merkt euch eines, auch in der Lehre gilt, Sicherheit geht vor. Dankeschön.